Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlo mit Folge Nummer 36 von Null auf Gold Cap. Und ich werde meinen Scan mal wieder anwerfen. Upsi, das hätte ich natürlich auch vorher schon tun können, weil. Ja, wir machen das mal so. Weil ich glaube, dass der ansonsten ein bisschen länger dauern könnte. Und nachdem einige von euch gesagt haben, wenn ich die Stoppuhr anmache, ist sie nicht zu sehen, je nachdem, wo ich sie hinpacke. Dann packen wir sie mal. Wo packen wir sie mal hin? Hier hin. So, mitten im Bild. Selbst wenn da Fragen sind, dann sollte die noch zu sehen sein. Ganz, ganz grobe Idee. Will ich nur haben, wie viel Zeit mich der TSM-Spaß kostet. So. Aber weiter im. Ach nee, wartet mal. Das Erste, was wir mal machen können, ist mal kurz zu gucken, wo sind wir in Sachen Gold. Ich habe 1000 Gold geschickt an meinen Notreserve-Charakter. 675.000 in Auktionen im AH und 9129 Gold so. Aber hier ist noch immer relativ viel zu holen auf dem Server. Von daher sind wir immer noch ein bisschen davon entfernt, dass ich Gold hätte, das ich ansammeln würde. Aber ich habe heute... Yay, auf meinem zweiten Charakter Gold Cap erreicht, überhaupt. Auf Thrall hatte ich es schon und jetzt ist noch Black Hand, glaube ich, war der nächste, der dazu gekommen ist, wo ich auch zum ersten Mal Gold Cap erreicht habe. Mal gucken, wann wir hier soweit sind. So, Fragen. Müsste sich der Dunkelmondfisch nicht nach dem Jahrmarkt nicht viel teurer verkaufen lassen, da man damit ja für manche Klassen das beste Buff-Food kocht? Also erstmal, ich glaube, ich erkläre das mal ganz kurz, weil das viele gar nicht wissen. Der Fisch, den man am Dunkelmond angeln kann, der Darkmoon Daggermoor, für den gibt es ein Rezept. Und dieses Rezept gibt einem Vielseitigkeits-Buff-Food, Versatility-Buff-Food. Dieses Buff-Food wiederum gibt einem 1% Versatility. Bislang war es so, vor Patch 7.15, dass ich glaube, die Rating-Skalierung 350 oder 375 Versatility pro Punkt war. Damit wäre das 375er Buff-Food genauso gut oder stärker gewesen wie der Fisch. Genauso gut wie oder stärker als der Fisch. Mit 7.15 wurden aber die Sekundärstats verändert und abgeschwächt, sodass man mehr Rating-Punkte braucht für dieselbe Menge an Sekundärstat. Die aktuelle Skalierung ist 475 pro Prozent, genau genommen pro Prozentpunkt Versatility. Was bedeutet, dass mit einem Prozentpunkt Versatility wir dasselbe haben, als hätten wir 475er Buff-Food. Da das Buff-Food, das es gibt mit Versatility aus Legion, allerdings nur 375 Ratingpunkte gibt, ist der Fisch besser. Er hält weniger lang, ich glaube, der hält nur 20 Minuten. Ist aber, glaube ich, auch instant gebufft und muss keine 10 Sekunden warten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß, dass ich den eine Zeit lang benutzt habe als Futter für Low-Level-Bereich, BGs und so einen Kram, weil der Buff sofort da war und ich glaube, es hat auch sehr viel und sehr schnell gereckt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also der ist im Moment das beste Buff-Food, wenn man Versatility Klasse ist und das als bestes Buff-Food hat. Viele werden als bestes Buff-Food Mainstat haben, weil man 500 Mainstat bekommen kann, verglichen mit 375 Secondary-Stat. Aber nur für den Fall, das wäre Versatility-Buff-Food in Form des Fisches das Beste. Ich glaube, das wissen nicht extrem viele, ehrlich gesagt. Ich glaube, diejenigen, die Versatility-Buff-Food haben wollen, brauchen, kaufen, wie auch immer, kaufen sich immer noch das, ich weiß gar nicht, wie das normale heißt, das Seed Battered Fish Plate, ich weiß es nicht. Das wird sowieso alles nicht mehr so viel verkauft, weil die meisten sich einfach das Feast reinhauen. Also das macht den Braten halt auch im Leben nicht fett. Kann mir keine Situation vorstellen, in der das wirklich einen riesengroßen Unterschied macht, ob ich jetzt das 500er Int-Food oder Stärke oder sonst was habe oder das Versatility-Food. Aber trotzdem, ich weiß, es gibt viele, die mögen einfach das Min-Maxing und wenn schon, Gold für Buff-Food zahlen, warum dann nicht auch für das Beste? Also das ist jetzt vielleicht so ein Quereinsteiger-Tipp für diejenigen von euch, die das nicht wussten. Es könnte sein, dass für euch das Buff-Food das Beste ist. Und ja, könnte sogar tatsächlich wirklich so sein, dass, weil jetzt kein Fisch mehr zur Verfügung stehen wird,
keiner neu gefangen werden wird bis zum nächsten Dunkelmond-Jahrmarkt, dass in der Theorie, wenn die Leute das kaufen würden, der Preis steigen müsste. Ob das passiert, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Fisch wird in den allermeisten Fällen nur dafür benutzt, ihn zu tauschen auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt gegen Pet, Mount, Toy, Schatzkarte und was es halt sonst noch so alles gibt. So. Eine Frage habe ich. Oh, jetzt muss ich das doch ein bisschen größer machen, ein bisschen verschieben. So. Angenommen, man muss aus irgendeinem Grund mal für einen längeren Zeitraum komplett mit dem Spiel und mit dem Handel aufhören und hat 2 Wochen Zeit, alles abzuwickeln. Wie sehe die beste Exit-Strategie aus? Oh, machst du Urlaub mit Onkel Fino? Onkel Fino ist nur in Urlaub für ein paar Jahre. Bei 1-5% Verkaufserfolg der Auktionen ist nicht zu erwarten, alles verkauft zu bekommen. Wie sollte man sich dann verhalten? Sollte man eher alles verramschen oder Twinks zur Lagerung von dem Zeug erschaffen oder eventuell eine Kombination aus beidem? Das ist schwer zu sagen, weil man im Prinzip dafür so ein bisschen in die Zukunft blicken können müsste. Denn du möchtest ja wissen, bleibt der Wert von dem, was ich habe, stabil? Oder steigt sogar? Oder sinkt er? Und das wissen wir in einigen Fällen nicht, aber in einigen Fällen können wir, glaube ich, ganz gute Aussagen treffen. Alles, was Gear ist, also alles, was equipbares Zeug ist und alles, was im Moment für die aktuelle Expansion relevant ist, Buff-Food, Flasks, Pots, Kräuter und so weiter und so fort und alles, was man benutzt, um diesen Kram herzustellen, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Wert massiv nach unten gehen. Das tut es selbst im Laufe einer aktiven Expansion fast immer. Also die Preise nähern sich gegen Ende der Expansion immer einem niedrigeren Wert als zwischendurch. Es gibt nur ganz, 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 ganz selten die Situation, dass es Gegenstände gibt, die entweder stabil bleiben oder im Preis steigen. Also den Kram kannst du schon mal komplett weghauen, so schnell und gut es geht. Wenn du sagst, du hast nur 2 Wochen, dann würde ich tatsächlich sagen, boah, da würde ich bis zu 50% Marktpreis runtergehen, vielleicht sogar noch weiter drunter. Weil es bringt dir nichts, wenn du es in der Tasche hast. Das ist in der nächsten Expansion nichts mehr wert. Vielleicht hast du noch das riesen, riesen, riesen Glück, wie am Anfang dieser Expansions, dass die Flasks und Pots am Anfang einer neuen Expansion so teuer sind, dass die Leute noch den alten Expansion-Kram kaufen, der ebenfalls überteuert ist. Das war in dieser Expansion so, aber darauf würde ich nicht zwingend wetten, dass es so ist. Und der Rest, der bleibt, sind Gegenstände, von denen du halt nicht weißt, ob sie vielleicht im Preis sinken oder steigen werden oder die über Jahre stabil geblieben sind. Die kannst du, wenn du willst, auf die Bank packen. Aber keine Ahnung. Ich glaube, ich würde, wenn, dann versuchen, alles so gut es geht und so schnell es geht zu verramschen. Und vielleicht würde ich sogar unter 50% Marktwert gehen. Wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, wenn ich jetzt hier 2 Millionen an, oder sagen wir mal 3, 4 Millionen an Ware habe und die nicht verkauft bekomme, sind die eine Expansion später vielleicht nur noch ein paar Tausend oder 10.000 wert. Wenn ich sie für ein Viertel des Preises verkaufe und wir reden von 4 Millionen, dann ist es immerhin noch 1 Million, die ich bekomme, wofür ich mir dann einen Token kaufen kann oder was auch immer, auch mit den Token. Ist halt auch so eine Sache. Es ist schwer zu spekulieren, wo der Tokenpreis dann sein wird. Ja, also ich würde, glaube ich, dazu neigen, nahezu alles zu Ramschpreisen zu verkaufen. Vielleicht hast du Glück und findest jemanden, dem du dein gesamtes Inventar verkaufen kannst. Das ist nicht so ganz leicht, weil sich das nicht alles in einem Trade handeln lässt, aber vielleicht kennst du ja irgendjemanden in deinem Freundes-Bekanntenkreis-Gilde, wo du sagst, du, ich habe hier Zeug mit einem Marktwert von, keine Ahnung was, 2 Millionen, gib mir 500.000 dafür und alles ist cool. Ich habe eine kleine Frage. Hat weniger mit TSM und dem generellen Goldmachen zu tun? Gibt es eine Möglichkeit, nur abgelaufene Auktionen aus der Post zu holen? TSM hat die Funktion, aber wenn 50 verkaufte Auktionen schon in der Post sitzen, kann ich keine weiteren öffnen oder gibt es da eine Möglichkeit? Ich kenne keine. Wenn einer von euch eine Möglichkeit kennt, dann nennt sie mir, aber bestimmte Arten von Auktionen aus dem Briefkasten zu holen, wenn der voll ist mit einer anderen Art von Auktion, geht meines Wissens nicht. Meines Wissens müssen sie erst geleert werden, die 50 Auktionen von irgendwas anderem, die du drin hast, und dann kommen die nächsten 50. Ich glaube, dass Käufe immer eine höhere Priorität haben als alles andere. Das heißt, wenn du gerade frisch etwas kaufst, ist das immer ganz oben in deinem Postfach, was gut ist. Dass man wenigstens nicht 3000 Auktionen leeren muss, wenn man sich gerade eine neue Pot oder Flask gekauft hat. Aber wenn wer anderes Tipps hat,
nennt sie mir. Also theoretisch könntest du natürlich, glaube ich, an der App deinen Briefkasten schneller und insgesamt also leeren. Aber ich habe mit der App irgendwie selber nie gearbeitet. Wenn jemand von euch eine Idee hat, dann nennt sie uns, nennt sie mir, wie auch immer. Ich wüsste spontan keine Lösung für dein Problem. Servus, ein paar Kumpels und ich wollen über die Weihnachtsfeiertage wieder ein bisschen WoW spielen. 2 Wochen, solange wir Urlaub haben. Allerdings hat keine von uns Legion, weil wir nur schön langsam von 0 an leveln und die Dungeons machen. Okay, aber denkt dran oder rechnet damit, wenn ihr über die Weihnachtsfeiertage frei habt, dass es durchaus passieren kann, dass ihr dann am Level Cap ohne Legion ankommt und euch fragt, was nun. Aber gut, macht wie ihr lustig seid. Ist das Traden mit TSM auch ohne das neueste Add-on sinnvoll oder fehlt einem da irgendwas, mal abgesehen von der Kenntnis der Trade Goods? Meine Frage wäre viel eher, was du mit Gold anfangen willst, wenn du noch nicht mal die neueste Expansion spielst, also mit größeren Mengen an Gold. Ich glaube aber, sonst fällt mir nichts ein. Ich bin gerade überlegen, ich habe noch nie WoW gespielt mit etwas anderem als der aktuellsten Expansion. Also ich habe noch nie einen Level 20 Charakter, also gecappten Charakter dauerhaft gespielt. Oder irgendeinen alten Account ohne die neueste Expansion. Man kann damit alles ganz normal handeln. Man kann zwar nicht nach Dalaran oder also ins neue Dalaran, schätze ich zumindest mal. Wobei ich nicht weiß, was passiert, wenn man da hingeportet werden würde. Man kann also das Expansion-Gebiet nicht betreten, aber die Sachen aus dem Expansion-Gebiet müsste man ja auch ganz normal handeln können. Klärt mich auf, diejenigen von euch, die das probiert haben, wie das funktioniert. Aber ich wüsste im Prinzip nichts, was dir da im Wege stehen sollte. So wie ich das sehe, müsstest du eigentlich alles machen können, was auch alle anderen Spieler machen im AHA. Wie gesagt, klärt mich auf, wenn ihr es besser wisst, wenn ihr das probiert habt und sagt, nee, irgendwas geht da nicht oder irgendwas ist da blöd und so weiter und so fort. So, ich warte jetzt noch darauf, dass mein Scan beendet ist und dann kaufe ich zumindest ein bisschen was noch ein. Ich darf mir sogar erlauben, auf 0 Gold zu kommen, weil ich auf meinem Wechselgeldcharakter noch 1000 Gold haben müsste. Und wenn nicht, Danger Seeker, dann schauen wir mal. Knapp 12 Minuten hat es gedauert. Ich wünschte, auf Silvermoon hätte ich immer solche Geschwindigkeiten. Aber trotzdem bin ich mir noch nicht sicher, wie so die Kaufgeschwindigkeit hier aussieht. Oh Gott, und ich hoffe, TSM behebt endlich bald dieses Problem, dass das Kaufverhalten in TSM 4 einfach so ist, wie es vorher war. Wenn ich auf einer Auktion bin und sortiert habe nach Prozent, dass es immer auf der bleibt, die günstigste ist und nicht von den Fatty Bear Steaks hier springt auf Lightweave Cloth. Ich möchte einfach nur das alte Auktionsverhalten wieder haben. Ich bin mal gespannt, ob diese Dinger jetzt hier kaufbar sind, denn ich habe gerade eben, als ich gekauft habe, beziehungsweise gescannt habe, gesehen, dass meine 20er Stacks an Defiled Augment Runes weggegangen sind. Deswegen war meine Schätzung, dass die billigeren, kleineren Stacks natürlich erst recht weg sind, aber offenbar wollte sich jemand ein volles Stack kaufen oder mehrere volle Stacks kaufen. Ich weiß gerade nicht, was es war. Jo, ein Stack, glaube ich. War vielleicht noch nicht mal ein volles Stack. Fällt mir gerade auf, weil die Defiled Augment Runes kosten bei mir Marktwert 92. Erscheint sich nur 4 Stück von mir. Keine Ahnung. Egal. Ja, für 372 Gold, das war kein volles Stack. Oh, ich habe wieder teure Ancient Mana Gems gekauft. Warte mal, dann gehe ich jetzt hier aber noch auf die Defiled Augment Runes. Die müsste ich mir noch gerade so leisten können. Jo. Wenn sie noch da sind. Vor allen Dingen, weil ich diese Sortierung hier plötzlich nicht finde. Moment. Oh. Falls die noch da sind. Oh Gott, dieses Finding Selected Auction in TSM 4, das macht mich ein Stück weit wahnsinnig. Weil halt, also auf dem Server geht es sogar noch. Ich möchte gar nicht wissen, wie das halt auf richtig langsamen Servern wäre. Und es hängt halt mit sicher auch noch von der Uhrzeit ab, aber das ist nicht so das extreme Vergnügen, zum Teil extrem lange warten zu müssen, bis er die entsprechenden Auktionen findet. Fatty Bear Steak, 29 mal einzeln. Nice. So, kriegen wir denn diese Defiled Augment Runes noch?
Finding Selected Auction. Wenn nicht, machen wir da mit dem Einkaufen Schicht. Wir haben für 6.000 eingekauft, das ist eigentlich völlig in Ordnung. Und noch 3.000 übrig, das sollte definitiv ausreichen, um den Kram wieder reinzustellen. Aber hier bei den Default Augment Runes macht alles den Eindruck, als wären auch die rausgekauft. Bin mal sehr gespannt, was sie da machen und ob welche Einschränkungen davon von TSM kommen und welche Einschränkungen möglicherweise noch irgendein Problem oder hauptsächlich ein Problem vom AHA sind. Aber es ist vermutlich wirklich nur das AHA. Vielleicht kommt es mir echt nur so vor, dass es was mit TSM 4 zu tun hat, weil es einfach die Anzeige eine völlig andere ist, als es bei TSM 3 ist. Egal. Wir stellen den Kram rein, den wir reinstellen wollen, den wir noch übrig haben, und machen dann nochmal eine kleine Inventur. Beziehungsweise schauen nur kurz, wie viel Gold wir in Form von Auktionen im AH haben. Es dürfte unter 700.000 sein, aber gucken wir mal, wie viel es genau ist. So. Oh nee, schon wieder dieses Problem. Ich versuche wieder was zu posten und er macht mir wieder... Oh Gott, TSM. Also das ist auf jeden Fall auch neu. Ich versuche halt mit dem Mausrad Auktionen zu posten und dann erzeugt er einen Fehler, der sich nicht beheben lässt, ohne das UI neu zu laden. Also dieser Bug ist halt extremst nervig, weil so ein Postscan, wie ihr ja gesehen habt, schon mal gerne eine Minute oder länger dauern kann. Und den komplett von vorne machen zu müssen, weil sich TSM entschließt, einfach null Auktionen zu posten, sondern stattdessen abzuschmieren, ist nicht so ganz geil. In meinem Fall geht das sogar noch halbwegs, weil das A weniger Auktionen sind und zudem die Anzahl der Seiten sich noch so halbwegs im Rahmen hält, wobei 8 Seiten Auktionen zu scannen halt auch nicht wenig ist, um ein Item reinzustellen. Aber naja. Ich glaube, wenn ich den Post-Button drücke, statt das Makro zu benutzen, müsste es einwandfrei funktionieren. Das sieht gut aus. So, erfahrungsgemäß muss ich das AHA-Fenster nochmal einmal neu aufmachen. 689.000 Gold habe ich im AHA im Augenblick und 3.000 auf der Hand. Das soll es gewesen sein für heute. Wir hören uns morgen wieder. Und, ich bin sehr gespannt, ob wir uns mal irgendwann in noch etwas größeren Schritten unserem Ziel nähern. Wobei, es läuft schon ganz gut. Also 700.000 MH zu haben nach der Zeit, schon absolut in Ordnung. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.